Ich grüße dich herzlich. Dunkelschokolade, ist das gesund? Ja, gute Frage. Es ist gesund, wenn es kein tierisches Eiweiß ist drinnen. Ich spreche über tierische Butter, tierisches Milch und kein Zucker ist. Also kommen wir auf den Punkt, die ganze Schokolade, was wir da draußen jetzt bekommen, die meisten Schokolade aus dem Supermarkt, aus Bioladen, die enthalten oder Zucker oder Sirup oder ersetzte Produkte, Maissirup und so weiter. Die enthalten oft Milch. Es gibt Veganer, dann ist in Ordnung. Aber sobald das süßes Mittel ist drinnen, dann ist Kakao nicht gut. Also Schokolade nicht gut. Wieso? Weil Kohlenhydrat und Zucker und süßgehaltige Mittel, welche versüßen Schokolade, blockieren die Verdauung vom Eiweiß. Und was ist die Eiweiß? Das ist natürlich diese Basis, auf welche wird Schokolade gemacht. Das sind oder Nüsse oder Samen oder wenn wir im Supermarkt gehen, das ist tierische Inhaltsstoffe, das ist Milch und solche Stoffe. Wie es mit Kakaobutter kommt mir jetzt auch. Es gibt viele Schokolade auf Kakaobutterbasis. Kakaobutter ist gut, weil es Schokolade, also Bohnen auch gemacht, das ist gut, aber wieder ohne Versüßungsmittel. Und da kommen wir auf den Punkt, sagen, das schmeckt mir nicht, ja? Also ohne die ganzen Süßstoff und. Aber ich sage euch, wenn ich jetzt Kakaobohne nehme und ich habe zu Hause, wirklich liegt bei mir Kakaobohne, und wenn ich Lust auf etwas Schokoladiges habe, und das ist auch Schokolade, eine Quelle vom Glückshormon, Serotonin. Dann nehme ich diese Bohne und kau und das schmeckt mir. Das ist bitter, das ist lecker und das ist total gesund. Und wenn ich Schokolade würde machen, dann würde ich auf keinen Fall da Zucker reinlegen. Es wird richtig bitter sein und das würde ich mit kleinem Stückchen schon diese volles Genuss bekommen. Ihr isst so viel Schokolade, weil die Zucker natürlich stoppt diesen Prozess zu zerlegen von dem Eiweiß und ihr merkt nicht diese Genugsein. Ihr automatisch konsumiert, konsumiert, konsumiert und Industrie hat das erkannt. Durch die Zucker macht die Menschen abhängig, süchtig. Und das ist Droge. Zucker ist oder süßes Mittel, das ist richtige Droge für unsere Kinder auch. Es ist wirklich Warnung von diesem süßen Zeug. Versucht ihr das fernzuhalten. Das ist auf jeden Fall sehr gute Empfehlung. Ich danke euch vom ganzen Herz und ihr müsst einfach verstehen, auch im Schokolade, die Trennung vom Eiweiß und Kohlenhydrate soll man berücksichtigen, weil sonst verdauen wir das nicht. Alles Gute, ciao.